Einen wunderschönen Freitag, meine lieben Nintendo Switch-Freunde. Und es ist mal wieder Zeit für ein eShop-Angebotsvideo. Und diesmal haben wir es wirklich, wirklich coole Exklusiv-Games zu günstigen Preisen. Haben wir ja sonst selten. Nintendo hat jetzt endlich mal die Spendierbuchse an, möchte ich mal sagen. Ja, haben sie nicht oft genug. Und ich sehe gerade, dass da irgendwas im Weg steht. Moment mal. Ja, wo ich hier schon in einem sportlichen Outfit stehe, heute Abend kommt ja Nintendo Switch Sports raus, beziehungsweise heute kommt Nintendo Switch Sports raus und wir testen das natürlich auf Twitch an, da könnt ihr gerne hinzukommen, 20 Uhr geht's los und dann schauen wir uns das Game einfach mal an. Ich habe nicht die höchsten Erwartungen und vielleicht kann das Spiel ja dennoch einige positive Seiten zeigen. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr neu seid, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da, verpasst ihr kein Nintendo Switch Spieler eShop Angebot Video mehr. Ich habe auch keine Ahnung. Ja, ich würde euch noch gerne was erzählen, mir fällt aber jetzt gerade nichts ein, deswegen würde ich sagen, starten wir einfach rein mit dem ersten Game. Und da haben wir natürlich auch direkt einen Exklusivtitel, nämlich The Legend of Zelda Skyward Sword HD ist im Angebot. Und ja, ich habe es natürlich auch gespielt, ungefähr 30 Stunden Spielspaß. Ist ja im Prinzip, wenn wir diese Legend of Zelda Franchise nehmen, eigentlich das erste Spiel, also von der Geschichte zumindest her, nicht das erste Spiel, was rausgekommen ist. Und ja, ist natürlich ein HD Remaster, ist jetzt nicht, muss ich sagen, mein Lieblings-Zelda-Teil. Die Bewegungssteuerung, ja, und die Knopfsteuerung ist in Ordnung. Wie gesagt, dennoch ein cooles The Legend of Zelda Teil, nicht mein Lieblingsteil. Wenn ihr ihn schon gespielt habt, lasst mir mal gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr den Teil fandet. Ach so, ja, Preis 39,99 statt 59,99 und das Angebot noch bis zum 8. Mai. Und dann kriegen wir wohl auch einen richtigen Kracher. Nochmal ein Exklusivspiel und mit einem der besten Plattformer auf der Nintendo Switch und sicherlich als Exklusivtitel der beste Plattformer für die Nintendo Switch. Und zwar ist die Rede von Super Mario Odyssey. Und ich habe so viele Stunden da schon drin verbracht. Wer es auf 100% spielen will, wird da etliche Stunden drin verballern. Die einzigen Level sind wahnsinnig cool. Egal, ob das am Anfang am Pilzkönigreich ist oder später Cityland oder auch Schlemmerland, Ruinland, Mondland. Alles sehr, sehr coole Level, muss ich sagen. Man kann so viele wahnsinnig coole Sprünge machen mit Cappy und man kann es Speedrunnen und man kann es einfach nur genießen. Ein wahnsinnig schönes Level-Design, wie ich finde. Gerade Cityland ist sehr, sehr cool und für mich mit eins der besten Nintendo Switch-Spiele, die jemals rausgekommen sind und derzeit natürlich im Angebot. Sonst wäre es ja nicht hier im Video. Auch 39,99 statt 59,99 und auch der Preis, das Angebot ist bis zum 8. Mai gültig. Dieses Jahr sollen wir ja noch Bayonetta 3 erhalten. Genauer Release-Termin ist ja noch nicht klar, aber wir gehen ja einfach mal irgendwo so von zwischen September, Oktober, November aus. Und da wird es vielleicht mal Zeit, die ersten beiden Teile zu spielen, denn die gibt es auch für den Nintendo Switch. Bayonetta ist ja damals, glaube ich, 2010 rausgekommen und Bayonetta 2 damals dann eben für die Wii U. Wie auch beide Spiele auf der Nintendo Switch möglich, jetzt im Bundle. Nur 39,99 statt 59,99 und ich sag mal, bevor man vielleicht den dritten Teil spielt, kann man jetzt diese beiden Spiele einfach nochmal entspannt reinlegen und einfach sich dann so durch Combo ballern und sowas. Ich fand, ich habe Bayonetta 2 gespielt, da habe ich noch die besten Erinnerung. Bayonetta 1 bin ich mir gar nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ich glaube, ich habe es gespielt, weiß es aber nicht mehr. Und ich bin gerade derzeit wirklich am Überlegen, ob ich mir das Bundle dann nochmal für meine Switch zulege. Dragon Quest 11S Streiter des Schicksals in der Definitive Edition. Auch im Angebot und tatsächlich sogar noch ein bisschen günstiger als die ganzen Kollegen gerade vorher, nämlich 29,99 statt 59,99. Und hier in diesem Spiel bekommen wir so wahnsinnig viel geboten, denn es ist mal, wenn wir mal ganz durchrushen wollen, einfach mal nur 60 Stunden nur die Story oder wenn wir uns ein bisschen Zeit lassen, 100%, 133 plus Stunden und das Ganze mal eben für 30 Euro. Wir können dann sogar noch zwischen der HD-Grafik auswählen oder die 16-Bit-Nostalgie-Grafik wählen und uns da ein bisschen auslassen. Es hat natürlich auch noch einen neuen Soundtrack bekommen und ich muss ja sagen, Dragon Quest, tatsächlich habe ich ja damals auch im Stream angefangen zu spielen, ein sehr, sehr geiles Spiel. Allerdings muss man da auch einiges an Zeit mit sich bringen, aber für 29,99 Euro, 60 Stunden Spielspaß im Minimum, ich glaube, das passt. Wer sich da auch noch nicht sicher ist, kann einfach die kostenlose Demo im eShop herunterladen und das Ganze vorher einfach mal testen.
alle Final Fantasy Fans jetzt mal die Ohren gespitzt, denn mit Final Fantasy X und Final Fantasy X 2 HD Remaster haben wir im Final Fantasy Spiel im Angebot 24,99 statt 49,99 und das Ganze wie gesagt als HD Remastered. Somit sind natürlich alle Helden, Schurken, Monster, andere Grafiken und Zwischensequenzen einfach in HD überarbeitet worden und über 100 Stunden Spielspaß hat das Ganze auch, also auch eine ordentliche Spielzeit für den Preis definitiv bei den Dinger zusammen. Allerdings hier 26,9 GB Installation. Das heißt, wenn ihr das im eShop kauft, solltet ihr besser wohl eine SD-Karte drin haben. Ja, Preis habe ich ja schon gesagt, 24,99. Angebot ist noch bis zum 11.05. gültig. Ich muss gestehen, ich habe noch kein Fire Emblem Spiel gespielt. Allerdings habe ich schon Fire Emblem Three Houses hier bei mir im Regal stehen, aber noch nicht reingestellt, denn bei diesen großen JRPGs schreckt mich immer ein bisschen die Spielzeit ab. Denn hier können wir drei Häuser spielen, die Schwarze Adler, die Blauen Löwen oder die Goldenen Hirsche. Und jedes Haus hat ungefähr 80 Stunden Spielzeit laut Entwickler. Also haben wir ein Spiel für mit, also 240 Stunden insgesamt. Man kann jetzt aktuell sogar auch den DLC im Angebot nachkaufen. Da ist auch ein DLC dafür, der kostet normalerweise 24,99 €, ist derzeit auch im Angebot für 17,49 € und Fire Emblem Three Houses ja, derzeit für 39,99 € statt 59,99 €. Auch hier das Angebot gilt bis zum 8. Mai. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nächste Angebot bei mir auf der Nintendo Switch landet, denn ich habe davon meiner Meinung nach bisher nur einen Teil gespielt und zwar ist die Rede von Bioshock The Collection. Ist nämlich jetzt im Angebot, da bekommen wir Bioshock Remastered, was ja in der Unterwasserwelt Rapture oder wie heißt, spielt. Dann Bioshock 2 Remastered, das ist auch der Teil, den ich damals gezockt habe, bin ich der Meinung. Und dann haben wir noch Bioshock Infinite The Complete Edition. Und da spielen wir irgendein Privatdetektiv, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, wir haben für 19,99 € drei First-Person-Shooter, die gar nicht so uncool sind, kann man sich, glaube ich, mal gönnen. Angebot gilt noch bis zum 11. Mai. Auch noch ein Spiel, was bei mir auf der Liste steht, was ich spielen muss, weil der Vorgänger einfach hervorragend war. Und zwar ist die Rede von Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom in der Princess Edition. Ja, ich habe es noch nicht angezockt, aber ich fand den ersten Teil schon genial, deswegen muss der zweite Teil wahrscheinlich auch gut sein. Und dann haben wir noch die Princess Edition, das heißt, wir haben hier natürlich neben dem Hauptspiel eben noch eine Erweiterung, die um viele Stunden den Spielspaß einem halt erweitern und wir bekommen noch so ein Ausrüstungspaket für den ganzen Prinzen. Wir spielen praktisch dann König Even, der sich dann aufmacht, neues Königreich zu gründen und ja, wir müssen ihm einfach dabei helfen und so schließen uns ihm an. Und das machen wir zu einem Preis für 29,99 € statt 59,99 €. Auch das Angebot gilt noch bis zum 8. Mai. Auch Persona 5 Strikers ist im Angebot und ich bin nie so dass dieser Fan dieses Genre. Es ist ja so ein Genre zwischen JRPG und Hack and Slash, so ähnlich auch wie ein bisschen wie Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung, habe ich auch nur gespielt, eigentlich wie in der Geschichte zu Breath of the Wild tatsächlich. Und Persona 5 Strikers spielt eigentlich nach den Ereignissen aus Persona 5, aber ohne die ganzen Vorkommnisse aus Persona 5 Royal zu berücksichtigen. Also Atlus hat auch da tatsächlich gesagt, man hat natürlich bekannte Gesichter und Orte, möchte aber auch den Neuansteigern leichten Zugang machen. Und ja, machen sie natürlich auch mit dem Preis, nämlich 29,99 € statt 59,99 €. Auch wie gesagt erwähnt, 8.5. ist der letzte Tag für das Angebot. Mit Bravely Default 2 haben wir auch mal wieder ein JRPG im Angebot und da muss ich tatsächlich sagen, ich habe es gespielt, ich bin nie so richtig warm geworden mit diesem Game, da war mir dann doch ein bisschen viel Gegrinde mit dabei. Wir haben hier auch das Brave und Default Kampfsystem, was ja dieses Spiel auch ein bisschen auszeichnet, wo wir eben halt auch überlegen müssen, ob wir alles auf Angriff oder Verteidigung legen, sehr sehr cool. Ansonsten, mir haben die Charaktere mega gut gefallen, die Umgebung hat mir mega gut gefallen, die Kämpfe haben wirklich viel Spaß gemacht, waren herausfordernd, aber es war mir zu viel Gegrinde. Nichtsdestotrotz ist es ein cooles RPG und wer das einfach mal reinschnuppern möchte, der muss nur 39,99 € in der Tasche haben, denn das ist der aktuelle Preis statt 59,99 €. Auch das Angebot gilt noch bis zum 8. Mai. Wir wollten ja immer schon GTA auf der Switch haben, dann haben wir es bekommen und jetzt ist es auch noch im Angebot, nämlich die GTA Trilogie
ist im Angebot und wie, was hat sie am Anfang für Kritik bekommen? Ja, läuft schlecht, Grafik sieht schlecht auf. Ich habe sie Day One gespielt und muss sagen, ich hatte wirklich nie so die großartigen Probleme. Vielleicht waren meine Anforderungen aber einfach nicht hoch. Mittlerweile gibt es aber genug Patches, die das Spiel wohl ein bisschen auch lauffähiger machen sollten. Wie gesagt, ich habe am Anfang an keine Probleme gehabt. Dabei sind natürlich GTA 3, dann haben wir GTA Vice City und dann wahrscheinlich den Klassiker unter den GTA-Teilen, GTA San Andreas. Es wurde sogar die Steuerung überarbeitet. Es gibt Touch-Steuerung und es gibt Bewegungssensoren, wo ich nicht mitspiele. Ja, logischerweise wurde auch die Grafik überarbeitet. Kostet derzeit nur 39,99 statt 59,99 Angebot noch bis zum 8. Mai. Und dieses Spiel erinnert mich daran, dass ich es jetzt unbedingt kaufen muss. Und ich wollte es, das haben schon so viele Leute empfohlen. Es hat einen Metacritic-Score von 86 und auch einen User-Score von 8,3, was ja dann doch nicht so häufig vorkommt. Und zwar ist die Rede von Disco Elysium in der The Final Cut. Es haben so viele Leute davon geschwärmt. Ungefähr 22 Stunden Spielspaß. Wir sind eben halt ein Detektiv und müssen dann unsere einzigartigen Fähigkeiten ja, eben einsetzen, um das Ganze zu lösen. Wie gesagt, soll ein mega cooles Spiel sein. Ja, Leute, 25,99 statt 39,99. Angebot noch bis zum 8. Mai. Ja, 8. Mai, ist alles richtig. So, ich laufe mich warm für heute Abend. Ihr könnt in der Zwischenzeit euch noch dieses Video hier anschauen und dann sehen wir uns 20 Uhr auf Twitch zu Nintendo Switch Sports.